Williges ist tot. Williges Jäger ist tot. Der Mystiker, der Zen-Meister und der Gottsucher ist tot. Der leidenschaftliche Gottsucher, so wurde er genannt hier in diesem Artikel. Er war ein Benediktiner und Zen-Meister, den die Benediktiner noch für den interreligiösen Austausch nach Japan geschickt haben und der dort eben dann erst zum Zen-Lehrer und später zum Zen-Meister dann ernannt worden ist und dem ich selber als Schüler lange gefolgt bin auf dem Weg der Kontemplation und der Mystik. Jetzt ist er mit 95 Jahren, kurz nach seinem 95. Geburtstag, passend zu dieser aktuellen kollektiven Einkehr der Stille durch diese Corona-Krise, ist er jetzt hinübergegangen. Der ein oder andere sagt oder denkt vielleicht, endlich hat er es geschafft, den Übergang. Ich glaube, die letzten Jahre sind für ihn auch nicht mehr so ganz leicht gewesen, wie ich ihn so erlebt habe. Und er wird jetzt in Münster-Schwarzach in seiner ehemaligen Abtei, wo er gelebt hat, bevor er den Benediktushof dann begründet hat und dort eingezogen ist, aufgrund des verordneten Exodus, könnte man sagen, den Bann, den Ratzinger damals ausgesprochen hat, als er noch nicht Papst war, sondern noch für die Kongregation gearbeitet hat, der Glaubenslehre, wurde Williges damals ein Ultimatum gestellt, dass er eben nicht mehr publiziert und nicht mehr öffentlich über Mystik und so weiter spricht. Ja, und er hat das dann abgelehnt und hat dann damals eben den Benediktushof begründet, der zu einem der größten spirituellen Zentren in Europa geworden ist, wo ich dann ja auch lange Jahre eben bei ihm Schüler war, beziehungsweise dann eben auch selber seit vielen Jahren dort jetzt unterrichtet habe. Wer sich mal ein wenig über das Leben von Williges Jäger informieren möchte, gibt es ein schönes Buch, Das Leben ist Religion, Station eines spirituellen Weges, ist bei Kösel erschienen. Und das ist ein schönes Buch über seinen Lebensweg. Hier hat er mir noch reingeschrieben, das ist so sein Klassiker: Wer die Quelle kennt, der trinkt nicht aus dem Krug. Ja, das bekannteste Werk von ihm ist sicherlich Die Welle ist das Meer. Ja, ist bei im Kreuz Verlag erschienen. Aber es gibt von ihm viele weitere Bücher über alle möglichen Themen. Und gibt ja fast nichts, wo er nicht drüber geschrieben hat, hätte ich beinahe gesagt. Und ich würde sagen, er war einer der großen Geister der Mystik und auf dem spirituellen Weg hier im deutschsprachigen Raum. Und ich würde gerne dazu etwas lesen aus dem kleinen grünen Meditationsbüchlein, was wir immer benutzt haben. Es ist ein Text von Johannes Tauler, der Gelassenheit heißt. Und der Text passt auch jetzt sehr gut, finde ich, auf die aktuelle Situation, in der wir uns alle kollektiv mit diesen ganzen Ausgangssperren, die wir jetzt haben, und der ganzen Angst und dieser ganzen viralen Situation befinden. Hätten alle Teufel und alle Menschen sich verschworen, und würde der Mensch alles erleiden und sich lassen, und diese Finsternis und Bedrängnis aushalten, wie es ihn auch schmerzen und bedrücken mag, und würde er keine Ausflüchte suchen, so oder so, darin nehme er mehr zu und käme weiter als in all den äußeren Übungen, die ganze Welt zusammen tun könnte. Bleibe nur bei dir selber und laufe nicht nach außen.
und halte dein Leiden aus und suche nicht etwas anderes. So laufen etliche Menschen, wenn sie in dieser inwendigen Armut stehen, um immer etwas anderes zu suchen und dadurch der Bedrängnis zu entgehen. Das ist gar schädlich. Oder sie gehen, um zu klagen oder um Lehrmeister zu fragen und geraten noch mehr in die Irre. Da kommen einige und reden von so großen geistigen, überwesentlichen, überformlichen Dingen, gerade als wären sie über die Himmel geflogen. Und dabei kamen sie noch nie einen Schritt aus sich selber durch Erkenntnis ihres eigenen Nichts. Sie mögen wohl zu vernünftiger Wahrheit gelangt sein, aber zur lebendigen Wahrheit, wo die Wahrheit Wahrheit ist, dazu gelangt niemand als auf diesem Weg des eigenen Nichts. In diesem Sinne wünsche ich dir und allen anderen, wünsche ich uns allen, dir als Zuschauer, allen anderen Lebewesen, ein gutes, zentriert sein, zentriert bleiben, bei sich bleiben und natürlich auch allen weiterhin alles Gute und viel Gesundheit. Schöne Grüße von Jörg Fuhrmann aus dem Freiraum-Institut.